Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich nehme dich in diesem Video mit zu einem super schönen Fotospot auf Mallorca. Ich bin im Süden der Insel, ganz in der Nähe von Santani und fotografiere ein ganz imposantes Felsentor. Der Name des Felsentors heißt Es Pontas. Ich war noch nie hier. Ich lasse mich jetzt echt überraschen, bin sehr, sehr gespannt, wie es hier aussieht. Nach 2 Tagen Dauerregen freut es mich auch unheimlich, mal das Haus verlassen zu können, um endlich mal ein schönes Landschaftsbild hier hinzukriegen. Dieses Felsentor ist wohl auch sehr einfach zu erreichen. 10, 15 Minuten Fuß weg vom Parkplatz weg soll es sein. Kommt mit, schaut es euch mit mir an. Wow, ich habe es gefunden und es ist tatsächlich gerade mal wirklich 5 bis 10 Minuten vom Parkplatz da oben weg. Aber wie es so ist, ich stehe jetzt hier an diesem Hauptaussichtspunkt und da kann man jetzt ein Foto aus der Hand machen, aber es sieht wahrscheinlich nicht toll aus. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir von der Location, vom Standort her mehr versprochen habe. Vielleicht schaffe ich es ja hier irgendwie außen rum zu laufen, um seitlich auf das Felsentor zu fotografieren. Ah, schwere Location. Also, zum Herkommen, sich das anschauen, ist es schon verdammt gut. Da braucht ihr gar keine Kamera, weil vergessen tut ihr den Anblick eh nicht. Aber wenn man ein gutes Foto machen will, ist hier dieser Hauptaussichtspunkt keine Option. Leider. Schau euch mal an, wie geil es da unten aussieht. Aber hier ist wirklich eine Steilküste, hier kann man nicht runterklettern. Also ich zumindest jetzt nicht. Schauen wir jetzt mal an. Ich versuche jetzt den Weg da mal entlang zu laufen. Vielleicht finde ich da einen schöneren Spot. Und die Sonne zeigt sich tatsächlich. Ich bin total happy. Alter. Mega spannend, sich dem Objekt hier zu nähern. Aber wie will ich denn hier runterkommen? Hier geht es, keine Ahnung, 20, 30 Meter echt steil runter. Also das hier wäre schon mal eine mögliche Location, hier von der Seite auf das Felsentor zu fotografieren. Aber ich bin noch nicht 100% happy. Und ich mache das Foto jetzt auch nicht von hier. Ich möchte irgendwie weiter runterkommen, aber das ist echt schwer. Einen Spot jetzt gefunden. Ich habe die Kamera hier aufgebaut. Es ist nicht ganz ungefährlich, hierher zu kommen, aber die Perspektive gefällt mir richtig gut. Jetzt kommt die Sonne gleich oben rechts an diesem Bogen hervor und da werde ich auch mein Foto machen. Wenn sich die Wolken noch verziehen würden und ich jetzt so richtig schöne Blendsterne in dem Bild, das würde mich noch wirklich freuen. Aber ob ich das heute bekomme, weiß ich nicht genau. In 2-3 Minuten ist das Thema hier auch durch. Also ich sehe auch wieder, wie wichtig das ist, wirklich rechtzeitig da zu sein. Eine Besonderheit ist hier natürlich auch, ich fotografiere gegen die Sonne und mein Motiv wird sehr, sehr dunkel erscheinen. Das ist klar. Vielleicht kann ich da in Lightroom mit dem Verlaufsfilter das noch etwas aufhellen, das versuche ich auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es eine wunderschöne Location und nicht ganz ungefährlich von hier aus. Aber von oben, von dem tatsächlichen Aussichtspunkt, das ist schön mal hinzugucken, aber für ein Foto für mich unbrauchbar. Ich versuche es ja geil hinzukriegen. Aber ich bin verdammt froh, mal wieder draußen zu sein. Also diese 2 Tage Regenwetter, die haben mich echt fertig gemacht daheim in der Bude. Das frühe Aufstehen wird jetzt wirklich belohnt. Ich habe sehr, sehr wenig Schlaf letzte Nacht gehabt. Bin ich aber auch selber schuld. Auf Malle trinkt man halt gerne auch mal einen, ne? Vor allem, wenn es regnet. Jetzt kommt die Sonne raus, die Langzeitbelichtung kann beginnen. Jetzt auch mal auf eine 18er Blende, weil ich diese schönen Sonnensterne haben will. Juhu! Bam! Finde ich das geil schon wieder. Oh. Ah. Das ist das Bild. Ich habe es mir echt so vorgestellt. Ich sitze hier wie der König von Mallorca. Why not?
laut Wetter-App stand 80% Regenwahrscheinlichkeit für morgen. Und ihr seht auch die Wolken, die sind da. Die Sonne wird auch in ein paar Sekunden wieder weg sein. Aber für das Bild hat sie sich gezeigt. Dankeschön. Kann man schon mal ein dreckig lachen. So, jetzt packe ich wieder zusammen. Ich habe mein Bild gemacht. Ich habe einen wunderschönen Spot auf Mallorca jetzt auch mal kennengelernt. Es gibt noch viele, viele schöne Spots. Vielleicht kann ich mal in der Nacht noch einen anfahren. Da hätte ich auch mal richtig Lust drauf. Oder so ein Sonnenuntergangsbild, so ein Panoramabild stelle ich mir vor, irgendwie im Norden der Insel. Vielleicht klappt es noch in dieser kurzen Zeit und dann nehme ich euch noch mit. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Habt eine gute Zeit. Gebt mir gern Like für meine Arbeit, für diesen kurzen Ausflug. Und jetzt sage ich Servus, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Sigi.